So, wir machen mal wieder ein ganz schnell ein einfaches Sandwich. Nur mit Tomaten und Käse. Tomaten habe ich auf dem Krepppapier in Scheiben geschnitten, Salz und Pfeffer. Als Klebstoff, damit das Sandwich zusammenhebt, nehmen wir so einen Sahnenstreichkäse, machen uns einen Toast gerade links und rechts. Ein bisschen Kleber drauf. Dann nehmen wir die Tomatenscheiben, abgetupft. Machen da nochmal eine Scheibe von dem Schmelzkäse drauf. So, und jetzt kommt es. Pfanne habe ich mir vorgeheizt mit ein Stück Butter. Und jetzt schwenken wir das gerade im aufgeklepperten Ei und braten uns das bei langsamer Temperatur schön zusammendrücken. Ist ein bisschen blöd jetzt, aber. Na, jetzt rutscht die Tomatenscheibe raus. Das restliche Ei, was wir jetzt hier noch über haben, während Anbraten einfach immer draufgießen beim Drehen und Wenden, ne? Und schön langsam bei mittlerer Temperatur rausbraten. Unser Und schneller passt. Eiertoast kann man mit Eimel füllen, was man Lust hat. Als Klebstoff haben wir genommen unseren Schmierkäse, ein Ei dazu, rausbraten. Für zwischendurch kommt es richtig klasse.